gemeinsam an einem Strang ziehen. Das muss die Klasse 5a des Gymnasiums Ganeckesee am Montagvormittag im wahrsten Sinne des Wortes. Gemeinsam stapeln sie Holzklötze aufeinander. Nicht mit den Händen, sondern mit Hilfe einer Seilvorrichtung. Jeder Schüler hält ein Seil in der Hand. Da ist schon einiges an Absprache nötig, damit alle Klötzchen zum Schluss aufeinander stehen. Schulsozialarbeiter Björn Knölke fragt, was gut geklappt hat und was nicht. Die Schüler sind sich einig, sie müssen sich absprechen und zusammenhalten. Dann schaffen sie alles.